Hallo, da bin ich wieder. Heute mit einer neuen Folge und zwar von Planet Base. Das ist das Spiel, was ich von dem lieben Gelse geschenkt bekommen habe. Und ich habe natürlich das Versprechen halten müssen. Nein, nicht muss. Ich muss ja nicht. Ich mache es ja freiwillig. Ich möchte es ja auch gerne let's playen. Das ist auf jeden Fall jetzt die erste Folge. Ich muss sagen, ich bin schon etwas gestresst. Ich habe nämlich das Tutorial vorher gespielt. Und wer hat den Bug gefunden? Wer hat den Bug gefunden? Ja, ich. Ich war fast fertig mit dem Tutorial und dann habe ich meinen Bauroboter eingebaut. Irgendwo. Und konnte nicht weitermachen und ich konnte nicht speichern, ich konnte nichts mehr machen. Und musste dann alles wieder von vorne machen. Da habe ich mich schon mal riesig gefreut. Und ja, jetzt habe ich es auf jeden Fall einmal durchgemacht, so dass ich jetzt wenigstens so ungefähr weiß, worum es geht. Und ich starte einfach mal neu. Ich habe wirklich noch nicht gestartet. Ich weiß auch gar nicht, was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Klasse D. Machbar. Herausforderung überwältigend. Ach so, das ist ja schade, dass ich das noch gar nicht anklicken kann. Ach, total schade. Das heißt, wir fangen auf jeden Fall erstmal hier an. Was ist das denn alles, was man hier erreichen kann? 10 Robotisierung. Heißt, ich kann 10 Roboter machen oder so? Oh, wow. Was? Kann ich mir wirklich einen Ort aussuchen? Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das heißt, ich kann mir aussuchen, ob ich jetzt hier in den... am Berg oder was? Oder sind das Wolken? Hä? So, ich mache das jetzt einfach mal random, ja? Ich mache jetzt mal so. So, hier gehen wir hin. Oder ist das hier... Nee, das ist zu bergig. So, da. Basis D55? Nee. Hey, wieso? Nein, ich wollte doch nur den... Moon. Hört sich komisch an, ist es auch. Ich will ja wieder hin. Wo war ich denn? Da war ich doch irgendwo, oder? So. Spiel starten. Oh Gott. Moment. Ach so. Nein. Jedes Mal, wenn ich... Was steht denn da eigentlich? Ein mittelgroßer Wüstenplanet mit einer dichten CO2-Atmosphäre, die ihn teilweise vor Meteoren und Sonneneruptionen schützt. Menge des Lichts hoch, Solarmodule arbeiten auf voller Kapazität. Das ist schon mal sehr gut. Dichte der Atmosphäre hoch, geeignet für Windturbinen. Auch sehr gut. Sandsturmrisiko hoch. Das ist, weiß nicht, ob das gut ist. Das ist bestimmt nicht gut. Sonneneruptionsrisiko keine. Aha, das heißt, ich habe auf jeden Fall keine Meteorrisiko. Ich habe auf jeden Fall keine Zerstörung, wenn ich das jetzt mal so richtig verstehe. Das ist alles nur gemutmaßt, aber... Ich glaube, das sind die Eigenschaften generell. Also es passiert, glaube ich, nicht, wenn ich jetzt hier irgendwas drehe, ändert sich, glaube ich, nichts. So, Spiel starten. Kolonisten benötigen Zeit, um in der Basis von einem Ort zum anderen zu kommen. Achte daher darauf, dass ihre Wohnquartiere sich in der Nähe ihrer Arbeitsplätze befinden. Merke, sehr gut. So, wir besiedeln Zanzamun. Die Leute wissen noch nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Dann wären sie wahrscheinlich nicht mitgeflogen. Wir werden ein Chaos verbreiten. Hallo, herzliches Beileid. Herzliches Beileid. Herzlich willkommen. Sicher, dass Sie sich nochmal überlegen wollen. Ich glaube, wir haben kein Benzin mehr. Kein Benzin. Kein Treibstoff mehr, um zurückzukommen. Es tut mir sehr leid. Jetzt hängen sie in der Patsche. Oh, da hinten ist gerade was eingeschlagen. Ach du Scheiße. Oh. Moment mal, hier ist das zu Ende, oder was? Scheiße, jetzt habe ich mich hier voll in so eine Dings hier reingebaut. Das heißt, wir müssen hier irgendwie... da geht's auch nicht weiter. Da könnte man irgendwie durch. Naja, dann bauen wir uns erstmal hier so ein bisschen... Man kann ja hier so die Windturbinen vielleicht hinbauen. Ich habe ja ein bisschen gespielt und weiß vielleicht so ein bisschen was. Ich weiß aber... Achso, Dächer zeigen. So gut kenne ich mich aus. Hat schon mal hervorragend funktioniert. Okay, also eine Luftschleuse brauchen wir auf jeden Fall. Sauerstoffgenerator brauchen wir. Ich weiß aber leider nicht mehr, womit die angefangen haben. Scheiße. was? Ich glaube... Oh. Was? Nein, stopp. Geht gut los, ne? Ich weiß. Gute Sache. Ich glaube, wir brauchen zuerst das. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr. Sauerstoffgenerator. So, da passt da noch was hin. Dann machen wir mal einfach dahin. Zack, ich weiß es jetzt nicht.
Ich weiß es nicht. Und vielleicht kann man ja auch direkt schon was anderes noch bauen. Solarmodul. Wir brauchen auf jeden Fall Elektrizität. Dann brauchen wir Elektrizität. Das hier ist halt Das ist auf jeden Fall Solarelektrizität, die wir dann aber auch gespeichert werden muss, weil nachts angeblich ja keine Sonne da ist. Ne? Komisch, habe ich auch noch nie gehört, sowas. Wir machen jetzt einfach mal ein Solarmodul. Das setzen wir hier hin irgendwie, so. Wir wollen ja hier die Ecken. Ach so, sollen wir das gleich mal größer machen? Ich weiß nicht, ob das schlau ist, weil ich überhaupt nicht weiß, wie viel ich habe. Ich mache das jetzt mal einfach kurz. Ich weiß nicht, ob es schlau war. So, das muss ich auf jeden Fall verbinden miteinander. So macht man das und dann klickt man hier drauf und dann ist es verbunden. Ich rede jetzt gerade ein bisschen Schwachsinn, ne, weil ich selber gar nicht so genau weiß, was ich tue. Deswegen versuche ich das mit sowas zu überspielen. Weiß nicht, ob es klappt. Oh, das brauchen wir. Wasser. Wir brauchen Wasser, natürlich. Wasser ist wichtig. Wasser ist sehr, sehr wichtig. Ich frage mich, ob man die Dinger später auf... Warum will der mir einen Tipp geben? Auf, ob man das später noch aufwerten kann? Könnte ja sein, ne? Was? Was wollen die alle von mir? Vielleicht sollte ich da mal raufklicken. Oh Gott, das will ich nicht wissen. Das kann ich doch auch so wieder öffnen, oder nicht? Sauerstoff, Sauerstoff. Auffüllen, Sauerstoff. Basisbewohner, Sauerstoff. So, das haben wir verstanden. Geil. Hä? Tipp, Stromnetz. Die meisten Strukturen und Kombinationen benötigen Strom, um zu funktionieren. Deswegen brauche ich Solarmodule und Windturbine, die ich verbinden muss. Aber ich glaube, das ist egal, womit. Ich glaube, die kann man auch einfach nur über so einen Kreislauf quasi verbinden. Ja, das ist wichtig. Strom ist wichtig, weil wenn kein Strom da ist, wird irgendwas abgeschaltet. Und das ist natürlich schwierig. Ohne Strom kein Dom. Ja, geiler Reim. Mine, das kommt noch nicht. Windturbine, der Kollektor, den brauchen wir irgendwann auch. Das stimmt. Das kenne ich alles noch gar nicht hier. Habe ich noch nie gesehen. Wassertank habe ich auch noch nie gesehen. Aber wir brauchen, glaube ich, schon irgendwelche Sachen, damit die... Nein, nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte eine Luftschleuse. Das ist nämlich super wichtig. Eine Luftschleuse ist super wichtig, damit die Leute hier erstmal reinkommen. So, dann haben wir nämlich... Machen wir mal die Luftschleuse vielleicht... Wir breiten uns ja dann in die Richtung aus. Würde ich mal jetzt vorschlagen. Genau, und das muss ich noch verbinden. Klacki klack. Kolonieschiff. Wie ich das jetzt... Ich werde es nicht lesen. Kolonie, was? Recyceln? Ja, das weiß ich. Das brauche ich das jetzt schon? Ich weiß nicht. Genau, so. Jetzt haben wir nämlich hier eine Luftschleuse. Dann kann man nämlich hier anfangen. Dann brauchen wir einen... Fuck. Brauchen wir das? Wir brauchen, glaube ich... Ja, genau. Generiert Sauerstoff aus Elektrizität und Wasser. Genau, das brauchen wir nämlich unbedingt. Den brauchen wir unbedingt. Hä? Was ist los? Da. Da. Ach so, was? Da geht es nicht? Ach so, es ist noch gar nicht da. Ich bin auch bescheuert. Aber das gehört ja auch zu diesen Komponenten, die ja was produzieren, ne? Das heißt, man kann das hier locker hier so ranmachen. So. Okay. Luftschleuse wurde gebaut. Das heißt, die können jetzt endlich gleich mal da reingehen, weil die kriegen nämlich sonst Probleme mit dem Atem. Frage mich, warum das hier gar nicht angezeigt wird. Ach du Scheiße. Jetzt wird's... Okay, man sieht das nur, wenn man draufklickt oder was? Sauerstoffgenerator, kein Sauerstoff. Das ist aber ungünstig. Verdammt. Energie, Wasser. Wasserextraktor. Ach so. Ah, okay. Ah, das. Ja, genau. Jetzt haben wir es. Okay, genau. Das hätten wir zuerst bauen müssen und dann kann man natürlich das. Ja. Alles gut. Alles gut, wir haben es. Oh. Und die brauchen immer ein bisschen, Zeit, um hier überhaupt reinzukommen. Die müssen immer nachrennen, da kommen sie erst hier. Jetzt haben wir keinen Strom mehr. Es ist Nacht. Verdammte Axt. Kollektor. Ist das nicht ein Kollektor? Nein, scheiße. Ah, verdammt. Nein, verkehrt. Energiekollektor. Ist das okay? Geht das hier hin?
Das geht hier in die Ecke. Oh, das geht sogar in die Ecke. Nee. Oh mein Gott. Scheiße. Ich glaube, wir sterben. Nein, jetzt habe ich so ein großes Solarding und habe aber nichts zum Speichern. Ich bin so bescheuert. Warum arbeitet denn keiner? Was macht ihr denn? Warum seid ihr denn da drin? Kommt doch wieder raus. Oh nein. Ich glaube, die Türen sind zu und sie kommen nicht mehr raus, weil kein Strom da ist. Das heißt, wir müssen auf den nächsten Tag warten, oder was? Ich hab verkackt. Oh nein, das war aber nicht so ein Tutorial. Das war nicht so. Die sind so scheiße. Hätte ich bloß das gebaut. Nein. Warum? Oh, ist das blöd. Nee, das darf ich jetzt. Ich kann jetzt hier noch keine Verbindung bauen, weil das habe ich nämlich das eigentliche Problem, dass man hier nicht mehr hinkommt. Ich bin auch doof. Warum baue ich das hier ganz an den Rand, ey? Oh. Oder können die da trotzdem noch lang? Ich weiß nicht, ob diese Leute sterben. Oh Gott, ich habe sie umgebracht. Ich habe sie umgebracht. Ich habe die Leute umgebracht. Oh nein, sorry. Clementine, oh Gott, nein. Tu doch was. Der Ingenieur. Scheiße. Oh Gott. Ich hab's verkackt. Das war nicht so gut. Ja. Ah, die Roboter leben noch. Hervorragend. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, das starten wir nochmal direkt von vorne. Ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen will oder nicht. Ich glaube, ich werde diese Folge trotzdem hochladen, weil irgendwie ist es witzig. Das war jetzt ein Beispiel, wie habe ich es nicht zu tun. Ja. Yeah. Toll. Okay. Dann machen wir mal hier Ende der Folge. Und ihr könnt mir dann beim nächsten Mal zugucken, wie ich meine Fehler wieder behebe. Wir tun so, als sei das alles nicht passiert. Es ist alles nicht passiert. Ah, scheiße. Okay, ich sag mal, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.